Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr meine Vergleichsfahrten kennt, von Bremen nach Bremerhaven, wo ich die Durchschnittsverbräuche ermittle, dann wisst ihr, dass ich es bevorzuge, möglichst mit hoher Rekuperation zu fahren. Das heißt, One-Pedal-Driving, möglichst, wenn es das Auto hergibt. Und ich bekomme dann oft Kommentare unter den Videos, ja, du musst hier aber auch auf Segeln stellen, gar nicht auf höchste Rekuperation, weil ja das Segeln auf der Autobahn viel effizienter ist und dann der Verbrauch niedriger ist. Das möchte ich doch gerne mal beweisen, ob das wirklich so ist oder ob man nur glaubt, dass es so ist. Deswegen werde ich jetzt mit unserer Zoe hier, die zwei Rekuperationsstufen hat, nämlich Stufe D für Segeln und Stufe B für höchste Rekuperation, mit der doch fast schon One-Pedal-Driving möglich ist. Damit werde ich jetzt zwei Runden drehen auf der Autobahn hier um Bremen herum, so um die 90 Kilometer. Und dann schauen wir doch mal, wie die Verbräuche sich entwickeln mit Stufe D oder Stufe B. Dazu lade ich das Auto jetzt hier auf exakt 60% voll. Das heißt, ich breche die Ladung dann ab, sobald die Anzeige hier an der Ladesäule auf 60% springt. Fahre dann meine 90 Kilometer, komme dann wieder hierher. Ich bin in der Raststätte Goldbach Süd. Und dann werde ich wieder auf 60% aufladen und die Kilowattstunden notieren. Und die zweite Runde auf Stufe B mit höchster Rekuperation mache ich dann genauso. Und so habe ich dann einen exakten Wert der verbrauchten Kilowattstunden und kann mal vergleichen, ob es da einen Unterschied gibt. Das wird also ein spannender Test, also bleibt dran! Ich meine, die Theorie ist ja klar, wenn ich rekuperiere gerade auf der Autobahn, dann verliere ich Geschwindigkeit und durch die Rekuperation habe ich natürlich Verluste. Das heißt nicht, die gesamte Bewegungsenergie wird wieder zurück in den Akku gepumpt, sondern es entstehen halt Verluste durch die Energierückgewinnung. Wenn ich segle, habe ich die Verluste natürlich nicht. Das heißt, ich kann lange Zeit rollen, ohne dass ich nennenswert Energie verbrauche. In der Theorie müsste ich eigentlich so effizienter unterwegs sein, zumindest auf Dauer. Auf einer ganz kurzen Strecke wird das wahrscheinlich gar nichts ausmachen, aber auf einer mittleren Strecke wie jetzt, so knapp 90 Kilometer, sollte man doch eigentlich schon einen Unterschied feststellen. Ja, ich habe das Auto auch schon ein bisschen warm gefahren, in Anführungsstrichen. Das heißt, der Akku ist warm. Wir haben es draußen tatsächlich nur 1 Grad. Also es ist hier Winter in Norddeutschland tatsächlich. Aber der Akku ist warm. Das heißt, wenn ich auf Stufe B stelle, hat er mir vorher noch angezeigt, dass diese Rekuperation eingeschränkt ist, weil der Akku zu kalt ist. Und das ist jetzt verschwunden. Das heißt, ich habe jetzt keinerlei Verzerrungen mehr bei diesem Test. Das sollte also tatsächlich nachvollziehbare Ergebnisse liefern. So, wie wird der Test also ablaufen? Ich fahre einen Rundkurs auf der Autobahn, ungefähr 90 Kilometer, hier von der Raststätte Goldbach Süd, wo ich stehe und gerade auflade, bis Bremen Nord und zurück. Ich lade jetzt die Zoe auf exakt 60% auf und unterbreche dann die Ladung. Wenn ich dann wieder hier bin, von meinem ersten Rundkurs, lade ich wieder auf 60% auf und kann an der Ladestation exakt die Kilowattstunden abmessen, die jetzt hier in den Akku geflossen sind für die Strecke. Das mache ich als erstes auf Stufe D, das heißt, ich segle. Beim zweiten Mal mache ich das auf Stufe B, also volle Rekuperation, fahre wieder dieselbe Strecke, komme wieder hier zu Goldbach Süd und lade wieder auf 60% hoch. Dann habe ich also einen Unterschied zwischen den Kilowattstunden für Stufe D und Kilowattstunden für Stufe B und kann so feststellen, ob es wirklich einen signifikanten Unterschied gibt oder, wie ich vermute, dass es im Prinzip gar keinen so großen Unterschied macht. Aber das bleibt abzuwarten. Ich bin gespannt. So, und jetzt sind wir exakt bei 60% und ich stoppe die Ladung und dann geht's gleich los. Thank you.
So, und das war also die erste Strecke. Wir sind tatsächlich 91,7 Kilometer unterwegs gewesen und haben nur noch 9% im Akku. Das heißt, wir haben 51% verbraucht für die 91 Kilometer. Ja, die Renault Zoe verbraucht auf der Autobahn bei doch sehr kalten Temperaturen eine ganze Menge bei Tempo 120, 125. So sparsam ist das Auto dann auch nicht. Das interessiert mich heute aber weniger, sondern mich interessiert im Prinzip der Unterschied zwischen D und B, wisst ihr ja. Und jetzt laden wir wieder voll, also voll auf 60% und schauen mal, wie viele Kilowattstunden wir jetzt verbraucht haben für die erste Strecke auf Stufe D. So, wir haben insgesamt 24,9 Kilowattstunden verbraucht für diese 91 Kilometer auf Stufe D. Und jetzt geht's weiter mit Stufe B, selbe Runde. So, wir sind unterwegs in der zweiten Runde, diesmal auf Stufe B. Die zweite Runde hätten wir absolviert. Jetzt sind wir mit Stufe B gefahren. Allerdings ist es ein bisschen merkwürdig, weil wir jetzt von 60% kommen für dieselbe Strecke, nur bis 21% Akkustand runtergefahren sind. Vorne auf der ersten Tour waren es bis 9%. Das kann nur bedeuten, dass der Akku auf der ersten Tour zwar warm oder nicht kalt, aber nicht auf Betriebstemperatur war. Jetzt auf der zweiten Tour war er definitiv auf Betriebstemperatur. Das heißt, der Verbrauch ist viel niedriger gewesen. Das bedeutet, dass ich die erste Tour auf Stufe D natürlich jetzt nochmal wiederhole, damit der Akku möglichst die gleiche Temperatur hat, sonst sind diese Werte dieser Testfahrt ja nicht vergleichbar. Also ich lade jetzt wieder auf 60% voll, ist gleich soweit und dann starten wir nochmal die D-Tour als zum zweiten Mal, damit wir vergleichbare Werte haben. Anekdote am Rande, hier in Goldbach steht gerade ein ID4 an einer NBW-Ladesäule. Das ist ein Werksangehöriger von VW. Ich habe mit dem gerade ein bisschen gesprochen. Der hat den Wagen seit einer Woche. Erste größere Tour. Hat sich an NBW angeschlossen. Kommt aber nicht mehr vom Kabel. Das hatte ich übrigens mit dem Opel Corsa. Ihr erinnert euch, das war im letzten Jahr hier genauso in Goldbach. Kam ich auch nicht vom Kabel los. Damals konnte ich den Notausschalter drücken, weil die Hotline nämlich auch nicht erreichbar war. Und dann kam ich los. Bei ihm ist jetzt hier die NBW-Hotline wieder nicht erreichbar. Er drückt den Notausschalter, kommt aber nicht los. Und im Wageninneren kann man das Ladekabel leider nicht entriegeln. Jetzt steht der gute Mann hier also und telefoniert sich die Finger wund, erreicht keinen und kommt nicht mehr vom Kabel los. Sonst ist er vom ID4 tatsächlich ganz begeistert, aber das gerade ist so ein bisschen so ein Super-GAU für ihn auch. Und ich muss auch zugeben, eine Hotline, die nicht erreichbar ist, NBW, das geht überhaupt nicht. Vielleicht ist die Telefonnummer auf der Säule falsch, keine Ahnung. Also mir ging es mit dem Opel Corsa genauso. Selbe Säule, selbe Hotline, nicht erreichbar. So, jetzt habe ich gerade noch mal geguckt und er hat jetzt die Hotline doch noch erreicht. Die haben dann die Säule rebootet und er konnte sich dann abkoppeln. Hat aber bestimmt eine Viertelstunde hier rumgehangen und konnte nicht weg und war doch ein bisschen sauer, war auch draußen arschkalt, 1 Grad. Ist nicht so besonders angenehm, da draußen zu stehen und zu telefonieren und niemanden zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob das beim ID3 oder die vielleicht schon ID4 haben, ob das normal ist, dass man den Ladestecker nicht abbekommt durch irgendeinen Taster oder so. Also wenn die Säule blockiert, dass man das von innen oder außen nicht entriegeln kann, halte ich irgendwie für komisch. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber wisst.
So, also, dann machen wir das Ganze nochmal zum dritten Mal jetzt, aber das ist jetzt wieder Stufe D, das heißt, wir segeln wieder. Und jetzt sollte der Akku aber hundertprozentig auf derselben Betriebstemperatur sein wie vorhin, wo ich noch auf Stufe B gefahren bin. So, wieder an der Wendestrecke hier in Bremen-Nord und jetzt geht es nochmal die 45 Kilometer zurück knapp und bis jetzt sieht es so aus, als wird es ein enges Rennen. Ich kann noch nicht sagen, ob ich jetzt hier effizienter bin oder nicht. Das wird sich dann erst rausstellen, wenn wir wieder auf 60% vollgeladen haben. So, wir sind wieder da, das zweite Mal auf Stufe D gesegelt, die 91 Kilometer. Und ich kann sagen, bevor wir jetzt hier die Kilowattstunden vergleichen, allein schon die Anzeige hier im Auto sagt mir, dass ich hier wieder deutlich mehr verbraucht habe als vorhin auf Stufe B. Ich bin hier nämlich mit 15% Rest angekommen, gestartet sind wir wieder von 60%. Und vorhin auf Stufe B bin ich mit 21% Rest angekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier 6% mehr verbraucht laut interner Anzeige im Auto. Aber warten wir mal ab, was die Kilowattstunden der Ladesäule anzeigen. Also ich lade jetzt wieder hoch bis 60% und dann gucken wir mal. So, jetzt ist es also amtlich. Wir haben 23 Kilowattstunden in den Akku gepumpt, um wieder auf 60% zu kommen. Und vorhin auf Stufe B waren es 20,6 Kilowattstunden, das heißt 2,4 Kilowattstunden mehr. Das sind über 10%. Das ist schon erschreckend, also hätte ich gar nicht gedacht. Das überrascht mich jetzt total, muss ich zugeben. Und ich werde das Ganze jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen in so einer kleinen Tabelle und dann gucken wir uns das noch mal genauer an. Ja, obwohl wir zweimal mit Stufe D, also segeln, gefahren sind, einmal mit wohl etwas kälterem Akku und dann wieder mit warmem Akku, haben wir bei beiden doch deutlich mehr verbraucht als auf Stufe B mit voller Rekuperation. Wenn ich mal die erste Runde im Prinzip streiche und mich nur auf die zweite und dritte Runde konzentriere, haben wir trotzdem 6% mehr verbrauchte Energie aus dem Akku gezogen und insgesamt 2,4 Kilowattstunden mehr verbraucht, trotzdem wir dieselbe Strecke mit derselben Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren sind. Ja, das war mein Vergleichstest. Rekuperation, Segeln oder One-Pedal-Driving? Was ist effizienter auf der Autobahn? Und das Ergebnis hat mich total überrascht, muss ich sagen. Ja, insgeheim habe ich natürlich gehofft, dass ich immer recht hatte, wenn ich sage One-Pedal-Driving und höchste Rekuperationsstufe. Aber dass der Unterschied jetzt doch so deutlich ausfällt, das überrascht mich doch ziemlich. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie ihr das seht, wie das eigentlich sein kann, weil physikalisch müsste es eigentlich genau andersrum sein. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, natürlich gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.